Heute gibt es ein Mini-Unboxing. Und zwar habe ich mir die Palette bestellt von Mrs. Bella. Sie hat ja eine Palette rausgebracht mit BH Cosmetics und ich würde sagen, wir packen die jetzt mal zusammen aus. Wie gesagt, ich habe die jetzt erst geholt, also ich habe keine Ahnung, wie die aussieht, deswegen First Impression. Ich bin gespannt. Ja, und ich dachte, ich mache euch da ein Video zu. Mein erster Eindruck. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also die kann man online bestellen und ich habe die jetzt halt in DM-Markt liefern lassen und habe sie dann abgeholt. So, gucken, wie das jetzt hier aufgeht. Tada, da ist sie drin. Da ist noch ein Zettel, ich weiß nicht, was das ist. Lieferschein. Okay. Tada! Hier ist sie drin. Das ist so Knalldinger hier, ich finde das so cool. Gut, machen wir das mal auf. Also mega gut gepackt. Okay. Hui. Okay. Das klebt ja alles. Tada! So sieht sie aus. Also Verpackung schon mal richtig, richtig schön. Und das changiert so. Richtig cool. Das ist mein erstes BH Cosmetics Produkt. Also ich habe von denen vorher noch nie was gehabt. Wow, guckt euch mal das an. Wie schön das aussieht. Handy, sei ruhig. Richtig, richtig schön. Und zwar sind es 12 Lidschatten und Highlighter. 2 Stück, soweit ich das hier urteilen kann. Wow. Durch mal. Also hier ist noch ein Spiegel. Ich versuche das euch so ein bisschen. Oder so. Schau mal, wie die aussieht. Richtig schön. Ich habe mir das ein bisschen größer vorgestellt, die Lidschatten. Aber ich meine, kann es lassen. Richtig, richtig schön. Jetzt swatch ich mal. Die Farbe, die interessiert mich so mega, wie die rauskommt. Und zwar die Farbe Spice. Da bin ich mega gespannt. Ich würde sagen, ich swatch das jetzt mal. Oh, wow. Die hat einen ganz, 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 ganz leichten Schimmer. Richtig schön. Was gibt's noch? Das sieht auch schön aus. Clem Cocoa. So, wow. So eine Farbe habe ich auch noch nicht. Dann mal Undressed. So eine Farbe habe ich auch noch nicht. Die, wo so ein bisschen, ja, schimmert, aber so ein bisschen gräulich ist. Richtig, richtig cool. Und dann swatche ich noch Pure, wie auch immer das ausspricht. Und das hat so einen ganz leichten Schimmer. Richtig, richtig schön. Und dann sind hier noch hier die zwei Highlighter drin. Einmal die Farbe Unreal und Gold Digger. Und ich würde sagen, wir swatchen das jetzt mal. Oh wow. Das ist jetzt einmal Gold Digger. Richtig schön. Und Unreal. Das ist ja mal eine, oh, das ist eine Hammerfarbe. Das hier. Richtig, richtig schön. Also da muss ich echt sagen, gefällt mir jetzt der erste Eindruck wirklich, wirklich gut. Und mit dem Spiegel finde ich das richtig, richtig schön. Ja. Sehr, sehr schön, finde ich. Und Whatever ist auch so schön, die Farbe hier. Ist ein bisschen violett. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich filme euch nachher alles noch ab. Und noch einmal Vino. Das ist, wow, wow. Ein mattes Rot. Richtig schön. Also, ich muss echt sagen, mir gefällt die wirklich super gut. Und auch die Verpackung finde ich echt mega schön. Und ich mag das so, wenn es so Pappverpackung wird. Finde ich echt richtig cool. Und für den Preis, wie viel hat es? 17,95 oder irgendwas? 17,95. 8, 9, irgendwie sowas um den Dreh. Und also da kann man wirklich nichts sagen. Ich würde auf jeden Fall gerne einen Look damit schminken. Und würde dann einfach so ein First Impression Make-up Look, Mrs. Bella Palette. Und
Ich find die so schön. Ich finde die so cool. Richtig schön. Und ja, ich werde mir dann irgendwie mal einen Look zusammenstellen, werde die mal ausprobieren. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich filme es jetzt euch ab noch, dass ihr es in Nahaufnahme seht. Und ja, ein Look folgt auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah.